Was für ein Wetter, ey. Richtig trübe. Irgendwann muss es ja mal so losgehen. Tja, Mensch, hier ist alles gemacht. Alles wunderbar eigentlich. Uhr. Kommen die jetzt? Heute. Mann, ey. Ich brauche meine Räder zurück auf alle Fälle. Ich gehe mal beim Spielkauf nochmal nachfragen nach dem Schlüssel. Ich vermisse noch einen Fahrradschlüssel von mir und wenn der den nicht hat, dann gehe ich beim nächsten Spielkauf nachfragen. Und vielleicht kommen dann auch die Räder zurück. Wir haben heute einen Zettel hier, dass ich Winterschließzeit habe. Und werde das hier langsam alles vorbereiten. Moin Wolfgang, was ist los? Hab gedacht, es ist zu heute, aber. Zu? Ja. Wieso? Muss er arbeiten? Achso, ja. Naja, ich gehe nachher, ich gehe wohl jetzt gleich wieder nach oben. Ich räume noch ein bisschen auf und dann gehe ich wieder nach oben. Das ist mir zu kalt. Hier ja, kommt ja keiner. Also, ich warte jetzt hier bis um 10 Uhr. Ach ja. Brauchst du Brennholz? Wieso? Frag wohl, ich habe bei mir im Keller hab ich was mitgebracht. Eigentlich nicht, ich hab hier noch. Behaltet mal für dich. Ich hab noch einen Jaden mitgebracht. Du hast doch keinen Ofen oder was? Ich hab da hier keine Heizung. Ach so. Ich hab da hier Erdgas, wisst ihr. Das ist ja scheiße. Ja. Was ist heute der Thema in der Zeitung? Schließ vor. Der Senat hat unser Haus geklaut. Muss das hier report. Und was haben wir gesagt? Der Clan hat wahrscheinlich hier, mit den Automaten gesprochen. Der Clan hat die Automaten gesprengt? Ja, geht halt vor da. Ja, da hat er sich selbst gesprengt. Sie haben einen Vorvertrag, lebten schon seit 2 Jahren in Ihrem neuen Heim. Jetzt übt sein Vorkaufsrecht aus. 100 Kerzen. Denke, haben sie bei Hatte mit den Telefonen, mit den Handys da, hätten da schon Fotoapparat gemacht. Jetzt schlagen sie sich da um die Fotoapparate, ja. Also alle Fotoapparate, also ein bisschen Ding da. Hab ich jetzt nicht verstanden, aber... Ich sage so Fotoapparat, wie du auch hast. Ja, was damit? Bei Hatte, jetzt sind die ganzen Fans, wo alle so Fotoapparat haben. Wieso nicht? Ja, keine Ahnung, muss ich einmal lesen, ich hab das wohl gerade, wo ich war, ich hab's gelesen. Ach so. Den Herr Rolex wird der da. Torreber hat er, würde ich ihn, würde er mal gucken. Ja. So, guten Hunger, Frühstück schön. Ja, danke. Hoch, runter, nicht mal nur frühstücken kann man. Jetzt gehe ich trotzdem noch mal hoch und stoße mit meiner Frau an, mit dem Kaffee. Und dann bin ich gleich wieder da und dann repariere ich Bremsen. Das ist in diesem Jahr Wahnsinn, Bremsen. Und Bremszug. Also bis gleich. Ja, jeder hat los. Nichts Besonderes. Bremse einstellen oder Bremsbeläge oder sowas. Anschauen, checken, wahrscheinlich tauschen.
Heute ist Dienstag, 23.10.2018. Das ist der erste Auftrag heute. 12 Uhr. Pegasus. Gut. Jetzt ich nach oben. Warte wieder oben auf den nächsten Kunden. Was ist denn das? Da hält einer mit dem Fahrradgepäckträger bei mir vor dem Haus. Der will noch nicht etwa zu mir. Doch, will er. Komm her, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Wie geht's? Geht? Alles klar. Was hast du? Ich hab Fahrrad für dich. Fahrrad. Oder brauchst du nicht? Zeig. Ich gucke. Geschäft, wir laufen Geschäft. Du musst nur sagen, deine Geschäft hier laufen. Aber nicht gut. Naja, ich höre ja eh auch erst in meiner Fahrrad gekauft. Nicht meckern, ne? Pegasus Kinderrad, Nexus Dreigangschaltung, Nabendynamo, LED-Beleuchtung. Kann man nicht meckern. Habe ich gekauft für 60 Euro. Das finde ich gut. Das ist schon in Ordnung. Ich habe so viele Kinderräder, kann ich überhaupt nicht brauchen. Zu vermieten sind die Uhr gut. Hat drei Gänge, kann ich gut vermieten. Muss man fit machen, muss man überarbeiten. Für 60 Euro, perfekt. Gut vermietet. So, jetzt ab nach oben. Schnell nach oben, jetzt gucke ich nochmal nach dem Angebot da von einem schönen Auto, was ich gesehen habe. Und dann telefoniere kurz mit Dennis. 12.8 ist der. Jetzt wird's kühl, also bis gleich. Sperre ich mich ein, wenn wir gestorben sind. Jo. Hast du schon raus? Na, weiß ich nicht, ich hab's noch nicht. Geht das? Ach, das sind noch eine. So, Zylinder. Kopfdichtung. Also kommt man hier auch nicht hin, kann man ja nicht kicken, was das jetzt ist. Das ist leider. Ne, ist verschraubt. Haha. Kann man kicken, was das ist. Ja, ich war heute gut unterwegs. Jetzt bin ich bei Thomas gewesen und habe mein Telefon bei dem Dealer liegen lassen. Der hat euch dann abgeholt. Was ist denn das jetzt hier für Scheiß? Und der hat links. Und jetzt habe ich mein Telefon liegen lassen, habe ich gerade abgeholt und gehört von Oma. Und jetzt Zylinder ist kaputt. Ja. Und? Sag mal. So. Ja, genau. Gussmaterial. Naja. Na, mal gucken, ja.
Naja, gut, dann jo, machen wir das erstmal. Bremsleitung angerostet, ja. Nee, nicht auf dem Hauptschalldämpfer oder was? Heißt das so? Ja. Und reicht da. Da muss man natürlich gucken, dass sie gut oben und nee, sollte man da vielleicht noch die Menge Liste mitsetzen. Ist auch nicht zuträglich, was die Haltbarkeit angeht. Naja, ich meine, gut, also. Nicht dafür, ich meine, wir können denen das natürlich auch anbieten, den Leuten, wir machen denen das Auto fertig und dann können sie teuer verkaufen für 8.000. Kostet allerdings ein bisschen was. Naja, ich glaube hier die Frau strahlende Sonne. Frau strahlende Sonne, Frau strahlende Durchsonne. Ja. Ich lief dann immer mit der gesamten Werkstatt oder so, feierte ein bisschen und dann geht das schon wieder. Dann machen die das wahrscheinlich dafür einen Apfel und ein Ei. Ich glaube, das ist heutzutage auch nicht mehr so warm im Zeitalter der Information. Wieso, was? Krankheiten, Geschlechtskrankheiten? Naja, das ist nochmal ein ganz anderes Thema bei der Globalisierung. Ja, scheiße, jetzt muss ich im Baumarkt fahren, irgendwie, wa? Kassenschloss, das ist ja nicht rettbar. Nee. Ich habe schon überlegt, das irgendwie zu flankieren auf beiden Seiten, aber das hält nicht, das ist Quatsch. Das ist ja Guss, das ist ja... Eben, das ist Guss. Ich krieg da nicht mal eine vernünftige Gewinnerin gedreht. Und den Stück einzeln hättest du früher bekommen, aber heute nicht mehr. Tja, oder gebraucht das Kassenschloss ausbauen und das da einsetzen, aber dann ist die Frage, ob das noch alles baugleich ist, oder? Ja, nur D-Mark-Zeiten. Die Tüte machen wir. Da dachte ich auf den Tübel, genau. Kinder da. Ach, Dennis ist sogar auch da. Oh ja. Ketchup. Dennis ist zu. Ja. Wird ja immer schlimmer. Dennis ist zum Essen vorbei. Ne? Na, ich oh. Veganes Popcorn. Haben wir noch Suppe oder ist das jetzt alle? Ist alle. Ist alle, die Suppe ist alle, meine ich. Also ich teile hier gerne noch ein bisschen. Hier, guck mal, nee. Nee, ist schon okay, ich nehme einfach den Rest, der da ist. Nimm. Nee, du kannst ruhig essen, hab ich den auch noch nicht hingelassen. Nee, hab ich auch nicht, aber... Siehst du? Nimm. Nee, ich nehme einfach den Rest da drin. Mist. Kinder haben ja Popcorn ohne Ende. Na, davon hast du ja nichts gehabt. Und Cola ohne Ende. Aber der Film war sehr toll. War nicht so, dein Schloss ist total kaputt. Ist hier rausgekommen vorhin und hat mich nicht mehr rausgelassen. Als Dennis vor der Tür stand, habe ich innen drin versucht rauszukommen, kam Dennis raus. Dachte, ich tue, das ist nur eine Ausrede, was du nicht reinlassen willst. Ja, genau. Genau so hat er gedacht. So, komisch, wenn die Kinder... Hallo, gut, dir berichten, was passiert ist. Hallo, was ist passiert? Hallo? So. Geschlafen. Ja! Oh, hör auf damit! Die Oma hat mir den Arm gesucht. Sie hat gesagt, ich hab sie gegen das Sofa geknackt, hab ich aber nicht. Und dann hat sie zwei so ein Kind mit dem Rücken. Mehr. Hast du sie gegen das Sofa geknallt? Nein! Warum nicht? Guck mich mal an dabei. Hast du sie gegen das Sofa geknallt? Komm mal her. Und sag das nochmal. Hast du na, alles klar, sie hat. Geknallt? Nein, gibt es doch nicht. Das ist doch ein Chinese. Nein. Nein, Mama. Mama, hast du ja ein Popcorn an deinem T-Shirt? Bäh. Was sind denn da für Stoffe in der Nase? Das ist normal, Mama. Sie? Ich weiß auch nicht. Also ich habe zum ersten Mal ein Kind. Was für ein Ding? Hä? Ich weiß es nicht. Ich habe zum ersten Mal so ein Kind in dem Alter. Ja, stimmt. Kommt ja auch nicht so oft vor. Mitzi, nein. Ah, ich bräuchte mal wieder eine Rasur, ich sehe ja. Unrasiert aus. Schönen Hänger habe ich gesehen, zum Kaufen. Aha. 2-Tonnen-Hänger, Kipper. Ja, dann seid ein Kipper. Kipper, einfach nach hinten. Abkippen. Ja, 3-Tonnen Kipper ist schon wahr. Wenn, dann sollte man das Geld darin investieren.
Weg. Hat sich geändert, oder? Ich habe eine Brezel. Ja, sehr schön. Brezel ist immer eine gute Wahl. Möchtest du eine Weißwurst zu der Brezel? Eine Weißwurst? Eine Weißwurst? Ja, und dann der Papa und der Papa und der können das noch einfach. Ja, Papa, du kannst dich hier hinsetzen, sagte, und ich soll darüber auf die andere Seite. An, Hände runter, 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 durch. Jawohl. Drei Brezel kannst du jetzt essen. Ja. Ich wollte mal einkaufen. Ich wollte mal shoppen. Lass, oder? Ach, wir fragen mal nach. Wir brauchen so einen Kasten, Schloss, Türschlosser. So einen. Sind benutzt und man sieht das auch. Hä? So was brauchen wir. Okay. Sicherheitsgang. Okay, danke. Sicherheitsgang. Oh. Dennis, ein Sicherheitsgang. Papi. Danke. Papi. Ja. Du bist so putzig. So süß. Papa, ist grün. Ist nicht grün, nee. Das ist rot. Nein. Rot. Das ist rot. Guck mal, noch ein rot. Das ist noch ein rot, ja. Mal hat Oma erklärt. Guck mal, noch einmal. Das ist orange. Orange. Das ist rot hier, Kreise. Orange. Orange. Ja. Ich habe ja gesehen, wie sie das machen. Wie sie die aufbrechen, die Dinger. Ja, wir warten auf Dennis.
vom Festnetz aus machen. Und das werde ich gleich tun, wenn wir bei Thomas sind. Genau. Also mein Akku so gleich schon wieder alle und dann glaube ich wartet. Ne, ich habe zwei. Ja, also ich habe zwei. Vorsicht. Alles klar, gut. Irgendwann kann ich auch nicht mehr zurückfahren. Bis gleich. Ciao. Ciao. Was ist denn da los? Ich hab keine Ahnung, ich weiß nicht. Sollen wir aussteigen? Ja. Jetzt wird er gleich vorbei. Jetzt. Also irgendwann kann ich auch nicht mehr zurückfahren. Irgendwann geht's nicht mehr zurück. Nee, konnte nicht mehr zurückfahren jetzt. Zur Hölle! Naja. Ja, fahr zur Hölle! Ach, scheiße, ey. So Arbeiter, Alter. Ich meine sie! Doch nicht ihn! Sie soll zur Hölle fahren! Bekloppte Entschuldigung. Ja, also ist doch wahr. Ich hab noch ein Ding gesucht hier, eine Hupe, aber... Ja, ich hab's ja gesehen. Aber ich dachte, wo ist denn hier die scheiß Hupe? Also hier? Die ist hier drin, ja, weiter drinnen. Die ist nicht... Ja, ich meine doch nicht ihn. Also ich meine, ihn trifft der Hund nicht unbedingt eine Schuld. Ah, ich glaube, der Alpen, die kann mit ihrer Karte an die Rosse... Oh, kann ich denn hier nicht... Ist das nicht der Parkplatz von Edeka? Bescheuert, oder was? Nee, Gott sei Dank, ist ja scheißegal. Da ist ja nichts ein, aber trotzdem, was ist denn das hier? Das ist unglaublich. Ich drück hier an der Seite und denkst du, scheiße. Papi. Muss auf den Airbag drauf drücken. Papi, natürlich, alle Papi. Die Hüte, aber ich will nicht Geld passiert, dann nicht. Ich wollte jetzt nicht noch weiter weg in die nächste, wenn ich ruhig hat. Genau. Papi, ja. Kannst du reiten? Pferde reiten? Ja. Oh, das ist aber schwierig jetzt gerade. Knüppelig. Ja, zeig mal einen Unfall. Und ihr habt. Wir haben es nicht drauf. Also ja, wir haben es ja die von ist innen. Die Kamera, oder? Nee, die ist ja nach drin gerichtet. Achso, also, ja. Man hört ja die Geräusche, das Knacken und Rumpeln, das Ächzen der Balken, das Bersten des der Träger. Das Bersten des Furniers. Mehr ist es da nicht. Ich suche noch diese Klingel. Diesen. Oh, von meiner Daten. Jetzt gucken wir mal, was passiert ist hier. Er ist exakt mal ja nicht passiert, bis auf hier die Dinger. Er ist genau hier drin. Ja. Hier. Das hier hat er weggedrückt. Ja. Manchmal ist es ganz gut, wenn so ein Auto nur aus Plastik ist. Besteht. Ja. Der Auto ist kaputt. Das ist bestimmt noch nicht mal kaputt, muss man nur wieder reindrücken oder so. Geil. Der Kühler ist weit hier noch hinten, da ist nichts passiert. Oder? Nee, nicht eine Irritation. Der ist genau mit seiner Schuhstange genau hier bupp, dazwischen. Das ist gut. Aber ist ja ein französisches Auto, die sind euch ja nicht so gebaut, ja, dass sie alle so ineinander passen. Genau. Nee, hier lang müssen wir. Wir müssen zur Mama, da lang. Innerhalb dieser drei Tage der Aufgabe, wo ich gar nicht rankam. Das ist schon wieder Zauberer. Nee, stimmt nicht. Ja, wieso klar stimmt das? Sind ja drei Tage. Ich meine, heute ist Dienstag. Hängt die ganze Woche da, seit gestern. Ja, kann ich nicht seit gestern. Oder vielleicht seit Freitag. Ja, da waren wir ja auch nicht da. Sie ist ja schon seit Donnerstag gefahren. Fakt ist, er hat dir 7 Euro Trinkgeld gegeben, wo ich nicht wechseln konnte. Er meinte, na, du gibst ihm immer alles so günstig und viel zu günstig, dass er schon fast ein schlechtes Gewissen hat. Und das ist so funktioniert. Da hab ich. So, wir mal bitte. Plus die beiden kleinen. Was? Ziehen wir das von der Mieter ab? Ja, 5 Euro.
22 Euro. So. Kannst du den Lumpen eigentlich machen? Ja. Ich denke mir fast nur den neuen Hausvermieter, aber. Ja. Mir ist es soweit unangenehm. Ich würde das nie machen. Ja. Nie im Leben würde ich es nicht machen. Wohnungsbau sind ja, wäre ja okay, ja. Aber bei dem würde ich es nicht machen. Mann, selber, siehst du, zack, ich rufe da nicht eine Firma an oder so. Alle anderen Menschen sagen, mein Schloss ist kaputt. Firma. Das geht doch nicht. Ja, außer gibt es da den Hausmeister, oder? Ja. Das war auch ein Daseinsberechtigung, oder? Ja, ich glaube, die hat da ein Geschenk bekommen, Lotto. Oh, oh. Schön, schön. Achso, sehr abgeschlossen. Gut. Mann, ist schön, sieht's hier aus. Doch. Alle Fälle besser. So, so, so. Oh, Mensch, das ist so gut. Das geht schnell. Ja. Das war einfach nur. Wir wollen ja nochmal arbeiten fahren, weil nämlich auf der Rückfahrt, weil der Motor so poltert, weil so ein bisschen Geräusche macht und sowas alles. Und dann haben wir einfach nochmal durchgeführt. Genau, und aufgrund dessen einfach Motorhaube aufgemacht. Als die Motorhaube aufgemacht wurde, fiel schon mal auf sofort halt, scheiße, Batterieabdeckung und eine alte. Nee, das fiel halt nicht auf, das ist halt scheiße, ja. Nein, okay, aber da fiel halt auf, fiel nicht auf, okay. Daraufhin nochmal zum TÜV. Und der TÜV meinte, der TÜV hätte ja auch nicht erteilt werden dürfen. Genau. Dass der Prüfer meinte und dass jetzt Rücksprache mit dem zuständigen Prüfer gehalten wird oder mit der zuständigen Prüfstelle, die das dort gemacht hat, bei Ihnen. Okay, warte mal, jetzt TÜV hält Rücksprache mit zuständiger Stelle von dort. Oder was? Nee, also der TÜV hätte nicht erteilt werden dürfen. Ja. Und jetzt wird natürlich geklärt, wer den TÜV gemacht hat. Mhm. Genau, und das, da wird nochmal Rücksprache gehalten, weil es sich offensichtlich um TÜV-Betrug handelt. Wir wären sehr gerne, würden wir heute schon mit dem durch die Gegend fahren, aber er steht leider immer noch so nach wie vor, wie wir ihn abgestellt haben, da, bis auf diesen Werkstattbesuch. Also es geht gar nicht um günstigeres Auto. Sehr gerne würden wir Ihnen den Wagen abnehmen, wenn die Mängel behoben sind. Das ist überhaupt kein Thema. Machen wir sehr gerne, ist überhaupt kein Thema, aber das müsste halt behoben werden. Naja, unter anderen Bedingungen, ne? Das weiß man ja, das ist ja, das ist, unter den Bedingungen, dass der TÜV regulär ist, geht jetzt davon aus, dass sie das nicht regulieren wollen, ne? Wahrscheinlich, weil wir würden ja eine Frist geben, das ist ja... Was soll ich denn regulieren? Na, im Grunde genommen, also wir würden vom Kaufvertrag zurücktreten, also wollen sie einfach nur in Kenntnis setzen, ist ja die rechtliche, wissen sie ja, wie das läuft, ne? Und, genau. Und dann, denn ansonsten gibt's noch die Frist, das nachbessern zu lassen, wunderbar. Ja, eigentlich klar, dass das so läuft, ja, verdammt, dann ist der... Naja, also alles klar, schriftlich vom Kaufvertrag zurücktreten, den zukommen lassen. Außerdem, wer ist sie? Sie kenne ich überhaupt nicht, mit ja, der habe ich gar nichts zu tun, ja. Das ist sie, die die Vertragsregelung gemacht hat, das ist die, das war mir schon klar, also weil sie nämlich Juristin ist. Und na, aber das klang jetzt nicht sehr professionell. Nee, klar, nein, die hat sich ja versucht, an Fakten zu halten, so halt, ne? Und die hat genau das runtergeleiert, wie das funktioniert. Wie das funktioniert, oder die hat das so runtergeleiert, wie man das lernt halt, war. Und das ist, das ist eiskalt, also das war von Anfang an, lief es nur darauf hinaus, also das Auto loszuwerden und das nicht mehr zurückzunehmen. Also das war von Anfang an einfach so geplant, das ist eine Schrottkarre, die Kohle dafür einzustecken und dann halt über die Jahre, falls jemand die Lust hat, die Ausdauer, das über die Richt zu gehen, das halt so zu machen und das so in Kauf zu nehmen. Und so wird das jetzt gemacht von ihr. Das ist ja, also weil ich bin auch, also als ich noch telefoniert habe, da bin ich doch... bin ich da freundlich geblieben, weil er doch meinte irgendwie so, was, da müssen wir doch jetzt hier nicht irgendwie über, was, wie, ja. Und bei dir hing sie da auch an und hat da sofort das als Angriff aufgefasst, oder? Also du bist da auch noch nicht so, wir können es dir auf der Kamera nochmal ankicken. Na, ich bin da schon aber bestimmter, ich höre nicht sofort auf, wenn die was sagt, weil du darfst ja nicht. Dann muss man ja schon alle... Nein, ich habe ja keine Ahnung davon, so erstmal das... Und wie gesagt... Nein, aber das ist ja... Das,
also ich habe gedacht, man kann davon erstmal aussehen, dass man sich mit dem vernünftig unterhält, aber das war ja überhaupt von nicht. Von Anfang an nicht möglich. Na, doch, die ersten drei Minuten schon, aber dann ging es ja so. Nee, war ja nicht, war nicht möglich. Der hat sich ja nicht zu Wort kommen lassen. Dass ja, ja, dass das halt Vorwürfe sind, die gegen sie da. Na, sind's. Naja, aber wie gesagt, kann man sich ja trotzdem vernünftig drüber unterhalten, wenn man da gewillt ist, irgendwie vernünftig auseinander. Naja, das ist ja schon mal schön, dass sie zurückgerufen haben. So, soll ich meinen Vater nochmal anrufen? Genau. Kriegt er vielleicht bessere Laune, weil. Naja, das nimmt ihn sehr mit, war. Das finde ich überhaupt nicht gut. Aber das ist so dubiert. Na, ob ihr meldet mir einen Mustang, das habe ich dazu mir jetzt auch gesagt. Also, das ist ja gerade nicht. Die hat eine gültige Hauptuntersuchung und die gültige Hauptuntersuchung, die ist im Prinzip zeitlich, also vom Kilometerstand ganz aktuell, ganz brandfrisch. Vom Kilometerstand ganz aktuell. Wenn da 30.000 Kilometer draufsteht, dann lache ich mich scheckig. Wenn ein TÜV-Prüfer in dieses Auto ringuckt und sagt, ja, 30.000 Kilometer, da mache ich einen Stempel drunter, dann ist der. Das wollte ich gerade sagen. Normalerweise. Das kann die doch nicht ernst nehmen. Dass an dem Auto gedreht wurde. Na, aber, hallo. Angeboten. Gar nichts bis jetzt, außer das jetzt, was wir dir gesagt haben. Erstmal nichts, außer dass wir jetzt eben, dass sie nochmal angerufen hatte, was wir gesagt hatten, und jetzt ihr noch alles nochmal zuschicken sollen. Ja, das ist ja was anderes. Wobei aber jetzt erstmal nichts angeboten wurde. Erstmal wurde abgeblockt. Genau, es wurde nichts angeboten. Nee. Gut, heute ist so gut wie gar nichts passiert im Laden, außer dass mit dem Auto alles scheiße ist, aber egal, das ist halt nicht so schlimm. Wir verfolgen das, wir bleiben dran und wir brauchen irgendein anderes Auto. Ich sehe, tut mir leid, Dennis, ich sehe einfach so, Getriebe ist kaputt und Arbeit ist kaputt, aber leckt. Und dies und das, nee, das, wir brauchen ein anderes Auto. Ja, klar. Das ist Fakt. Wir brauchen ja nicht das Auto. Ja. Und dieses Auto kannst du auch nicht reparieren. Klar, man kann es als Liebhaberfahrzeug irgendwie als Restaurationsobjekt irgendwie hinstellen und sagen, ja, wir bauen jetzt schön auf. Es war ein kompletter, Fehlkauf. So. Ja, und aber anders eben nicht mehr. Und wenn sie es ja nicht zurücknehmen, worauf jetzt hinausläuft, natürlich nach wie vor, dann sitzen wir halt da drauf eben und müssen das Beste aus dem Wagen machen, ja, tatsächlich. Ja, durch den nächsten TÜV kommt er nicht, definitiv nicht. Das ist Quatsch. Wenn man einfach mal so weit ist und 500 Hektar Wald hat, ne, da braucht man ja keine Straßenzulassung, da kann das Ding ja auch so fahren. Also, kann das, ja, genau, kommt da ein Synchro-Antrieb drin, genau. Schiof, so ein Buggy wird rausgebaut. Dann wird das unser Fun-Mobil auch real. 5.000 Euro sind natürlich schmerzlich für mich jetzt, ne? So ein bisschen. Ja, du sagst ja, ich meine, für mich ist das echt. Ich hab nur ja gesagt. Ja, also 3.000 Euro sind von dir da drin, aber. Ja, ja, ich meine, das ist. Die hätte ich gerne für ein fünftes Fahrzeug aussehen. Ja. Ich sehe jetzt mal das und guck mal, was jetzt bei dem Gespräch nochmal. Gucken wir jetzt nochmal an. Wir sehen uns morgen, macht das gut. Hier ist nochmal lecker, Spinat und so ein Scheiß. Und bis morgen. Ciao.